Exemplarisch ist aber auch die Einführung des Fremdenverkehrs in den Arsch der Menschen. Ah, tut das gut. Man hat ja gar nicht gewusst, dass es... Aber das ist privat. Der Fremdenverkehr jedoch lebt davon, dass er öffentlich stattfindet und die Leute einander betrachten und abschätzen, beziehungsweise abschätzig betrachten können, bis sie so besoffen sind, dass sie einander nicht mehr sehen können und sich verbrüdern. Denn so ist es doch, seien wir ehrlich. Alle Menschen werden Brüder, das muss sein. Das verlange ich einfach. Dafür müssen sie erst mal herkommen, sonst können sie sich nicht verbrüdern. Und eine gewisse Zeit muss auch verstreichen, damit man sich nicht mehr wirklich erinnern kann, wer Allah kein Bruder war. Sie hätten nicht in diese Bar gehen sollen. Der Skisport hätte ihnen genügen müssen. Das Gezeigte kann sich bei all dem Gehampel doch nicht vom Bezeichneten befreien. Machen Sie einen tiefen Atemzug und zählen Sie bis 10. Und wenn Sie dann blau werden und ohnmächtig zu Boden fallen, wird Ihnen Reden auch nicht mehr helfen. Verschiedene Gastronomen sind dann hergegangen und haben dann begonnen, den Ausbau für die jeweiligen Gäste.